Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit verließ Jesus die Synagoge von Kapernaum und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl, dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wer die Fürbitte liest, darf zum Ambo kommen. Es gibt andere Leute auch hier. Mit unseren Bitten kommen wir zu dir, Herr Jesus Christus. Du bist der Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung. Für alle, die sich verlassen oder einsam fühlen, lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen ein offenes Ohr und Anteilnahme schenken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich nutzlos vorkommen oder denen ihr Leben sinnlos erscheint, stärke ihren Lebensmut und schenke ihnen neue Zuversicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, denen es schwerfällt zu glauben, lass sie deine heilbringende Nähe erfahren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die einen kranken Menschen pflegen, stärke sie in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die an der Schwelle des Todes angelangt sind, durch deine Auferstehung gib ihnen Zuversicht und lass sie inneren Frieden finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. So bitten wir dich, Herr Jesus Christus, stärke du uns durch deine Nähe und begleite du unsere Wege. Du, unser Gott und Bruder. Amen. Das Wunder, das geschieht.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir gedenken der seligen Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, den Erlöser der Welt. Die Feier des heiligen Opfers mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir erheben die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Er salbte die Augen der Blinden und berührte heilend den Leib der Kranken. So offenbarte er seine göttliche Vollmacht und zeigte sein Mitleid mit den leidenden Menschen. Seine Jünger sandte er aus, damit sie den Kranken die Hände auflegten oder sie von den Leiden der Seele und des Leibes befreiten. Dieses Zeichen des Erbarmens hat dein Sohn uns anvertraut zu unserem Heil in Zeit und Ewigkeit. Darum danken wir dir, dem Schöpfer und dem Geist, der lebendig macht, und singen vereint mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns sein zu werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Antonio und mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir gemeinsam, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Wir beten gemeinsam, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
erbarme dich uns, Lamm Gottes, du nimmst in ihm die Sünde der Welt. Erbarme dich uns, Lamm Gottes, du nimmst in ihm die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst und reintrachst. Aber sprich rein, Gott, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Wir machen eine kleine Meditation. Was ist das Besondere und Einzigartige bei Maria? Wir hören den Text eines sogenannten modernen Marienliedes. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du begleitest unser Leben. Wir bitten dich, sei du die Kraft, die uns stützt. Sei du die Hoffnung, die uns trägt. Sei du die Liebe, die in uns wohnt. Sei du das Brot, das unsere Seele nährt. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.